Herzlich willkommen am Herz von Europa. Lieber Joseph Daul, lieber Jean-Claude Juncker, lieber Donald Tusk, liebe Angela Merkel, werte Kollegen Staats- und Regierungschefs, die Herren und Damen Kommissare, die Herren Minister, Abgeordnete, National und Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist für die CSV eine besondere Ehre und Freude, gemeinsam mit der EVP die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung der EVP auszurichten. Als EVP-Präsident Joseph Daul mich vor rund einem Jahr fragte, ob die CSV interessiert sei, Gastgeber zu sein, habe ich gerne zugesagt. Aus zwei Gründen. Erstens war es vor 40 Jahren ein paar hundert Meter von hier entfernt, wo die EVP gegründet wurde. Und zweitens gab es eine kleine Parallele. 1976 war die CSV in der Opposition. Heute, 40 Jahre später, sind wir in der gleichen Lage und wir sind in der Opposition. Nach der EVP-Gründung 1976 haben wir ein fantastisches Wahlresultat 1979 erzielt, mit 8% mehr. Und es war nicht mehr möglich, ohne und gegen uns eine Regierung zu bilden. Und so gehen wir jetzt davon aus, mit eurer aller Mithilfe, dass es uns gelingen wird, auch 2018 die Wahlen zu gewinnen und dass es nicht möglich sein wird, ohne und gegen die CSV eine Regierung in Luxemburg zu gründen. Darum recht herzlich willkommen in Luxemburg. Dass die EVP heute in Luxemburg ist in der Tat eine Rückkehr zu den Wurzeln. Wenn ich sprach, dass am 8. Juli 1976 die EVP hier gegründet wurde, so darf man aber auch nicht vergessen, dass bereits 1948 die CSV Gastgeber war, als die Nouvelles Équipes Internationales zusammenkamen, nämlich die Gründung von der Christdemokratischen Union und den Christlich-Sozialen, wo die sich hier in Luxemburg als Vorläufer der EVP etabliert haben. Dieser Kongress von 1948 hat dabei Geschichte geschrieben. Zwei Jahre vor dem Schumann-Plan stimmten Christdemokraten und Christlich-Soziale aus 18 europäischen Staaten darin überein, dass es nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges und dem Totalitarismus der Wiederaufbau Europas nur als Gemeinschaftswerk gelingen kann, auf der Grundlage von Werten, die den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellen. Seither hat der CSV sich als verlässlicher Motor der europäischen Einigung und Zusammenarbeit der christdemokratischen Parteien der Mitte und Parteien der Mitte eingesetzt. Wir sind stolz auf viele Frauen und Männer aus den Reihen der CSV, die über Jahrzehnte ihre Kraft und ihr Talent in den Dienst der gemeinsamen europäischen Sache gestellt haben. Mit dem Ehrenpräsidenten der Europäischen Kommission, der Europäischen Volkspartei und ehemalige Kommissionsvorsitzender Jacques Santer haben wir auch einen früheren EVP-Präsidenten in unseren Reihen, der die EVP in den Jahren führte, in denen sich in Mittel- und Osteuropa der Freiheitsgedanke durchsetzte. Und wir auch heute besonders froh sind, all diese Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, die nach 1989 zu uns gestoßen sind, recht herzlich hier zu begrüßen. Und wir sind froh, dass sie heute bei uns sind. Sehr geehrte Damen und Herren, als Teil der EVP stehen wir heute für ein Europa, das vor enormen Herausforderungen steht, die sowohl in einer großen Anzahl als auch in einer besonderen Intensität auftreten. Die Flüchtlingskrise, das Wiedererstarken des Nationalismus, die Wirtschafts- und Währungsunion, die weiter unvollständig bleibt, die viel zu hohe Arbeitslosigkeit und insbesondere die dramatische Jugendarbeitslosigkeit in einer Reihe von Mitgliedsländern und das drohende Ausscheiden von Großbritannien sind nur einige der dringendsten Herausforderungen. Es ist an der EVP, an uns zu verdeutlichen, dass nur die gemeinsame Herangehensweise zu tragfähigen Lösungen führt. Die Bewältigung der Flüchtlingskrise stellt eine solche Herangehensweise dar. Mit Beharrlichkeit haben Angela Merkel, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker einen entscheidenden Anteil daran, dass es gelungen ist, eine Stabilisierung herbeizuführen. Mit deutlich weniger Ankünften auf den griechischen Inseln und deutlich weniger Menschen, die ihr Leben bei dem gefährlichen Weg über die Ägäis verlieren. Die Sicherung der europäischen Außengrenze wurde verbessert.
Es gilt, mit diesen Bemühungen fortzufahren, die unerlässlich sind, um den Raum der Reisefreiheit, der Niederlassungs- und Bewegungsfreiheit in einem Wort mit Schengen zu schützen. Ich will dabei auch ausdrücklich auf die konstruktive und verlässliche Unterstützung hinweisen, die hier die EVP-Fraktion, die größte Fraktion im Europaparlament, geleistet wird. Es ist vor allem auch der Verdienst von EVP-Fraktionspräsident Manfred Weber, dem es immer wieder gelingt, die unterschiedlichen Standpunkte von 215 Abgeordneten aus 27 Staaten zusammenzuführen und deutlich zu machen, was das gemeinsame Interesse für Europa und für die EVP ist. Dank der gemeinsamen Leistung von EVP-Vertretern in den europäischen Institutionen sowie den nationalen Regierungen und Parlamenten ist es zu einer ersten wichtigen Stabilisierung gekommen. Der Druck auf die Binnengrenzen nimmt ab und das Schengen-Abkommen, die Freizügigkeit des Personenverkehrs in Europa, wird geschützt. Wir Luxemburger, ebenso wie unsere saarländischen, rheinland-pfälzischen, wallonischen und lothringischen Freunde, wissen nur zu gut, welchen enormen Rückschlag es bedeuten würde, wenn dieser zentrale Pfeiler der europäischen Integration beschädigt würde. Der Schaden wäre unermesslich für Europa und besonders auch für unsere Region mit 175.000 Grenzpendlern und tausenden Unternehmen, für die grenzüberschreitende wirtschaftliche Aktivitäten der Alltag sind. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Freunde, liebe Freunde, die Reise- und Niederlassungsfreiheit in Europa sind eine zentrale europäische Errungenschaft, die sich die EVP mit Weitsicht und Beharrlichkeit eingesetzt hat. Wir müssen die gleiche Weitsicht und Beharrlichkeit an den Tag legen, wenn es darum geht, die soziale Dimension von Europa zu stärken. Es sind 40 Jahre EVP, auf die wir heute denken. Doch dieser Tage sind ebenfalls geprägt von 100 Jahren Verdun, wo gestern die Frau Bundeskanzlerin und der Präsident von Frankreich den schlimmen Taten gedachten. Es sind aber auch der 125. Jahrestag der Veröffentlichung der Sozialenzyklika von Papst Leo XIII. Rerum Novarum, der am Ursprung des Konzeptes der sozialen Marktwirtschaft steht, das Europa heute prägt. Es muss unsere Aufgabe sein, die Kluft zwischen europäischen Institutionen und europäischen Bürgern zu schließen, indem wir dafür sorgen, dass die europäische Arbeitnehmerschaft in Europa sich besser aufgehoben fühlt. Wir können Europa nicht ohne die Arbeitnehmerschaft zum Erfolg führen. Daher dürfen wir die Arbeitslosigkeit und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit nicht hinnehmen. Weiterhin sind in der Eurozone rund 16,5 Millionen Menschen ohne Arbeit, davon sind fast 3 Millionen jünger als 25 Jahre. Wir müssen daher die sozialen und beschäftigungspolitischen Bemühungen der vergangenen Jahre fortsetzen. Europäische Maßnahmen wie die Initiative der für Jugendbeschäftigung, die 2013 unter dem Impuls von Ratspräsident Herman Van Rompuy in Angriff genommen wurden, müssen nicht nur fortgesetzt, sondern wieder verstärkt werden. In diesem Sinne plädieren wir auch dafür, offensiv den Eindruck entgegenzutreten, dass es in Europa eine Aufgabenteilung geben würde, die wie folgt aussieht. Die Sozialisten sind für die soziale Wohltaten zuständig und das Register der Haushaltskonsolidierung und Austerität liegt alleine auf der EVP. Das ist ein falscher Eindruck und dem gilt es entgegenzutreten. Um es klar und deutlich zu sagen, die ausbalancierte Kombination von ordentlicher Finanzpolitik, verantwortlicher Stabilitätspolitik und nachhaltiger Sozialpolitik ist in unseren Händen, den Händen der EVP, am besten aufgehoben. Sehr geehrte Damen und Herren, Luxemburg ist das Land der kurzen Wege. Und wir sind hier, an dem Ort, wo wir uns befinden, nur wenige hundert Meter vom Geburtshaus von Robert Schumann entfernt. Auch mit Blick auf die historische Lebensleistung dieser überzeugten Christdemokraten gilt es anlässlich unseres Festaktes, die Gelegenheit zu nutzen, unsere gemeinsame und reiche Wertebasis in Erinnerung zu rufen. Toleranz, Solidarität, Offenheit, Vielfalt, Freiheit, Wahrung der Menschenwürde. Das Ziel unserer heutigen Treffen ist zweifellos, auf das zurückzublicken, was geleistet wurde und was uns in der Tat mit Stolz erfüllen kann. Die EVP und die Vertreter der EVP haben im europäischen Einigungswerk historischen Anteil. Doch es ist heute besonders auch die Gelegenheit, sich auf das zu besinnen und das zu vertiefen, was uns eint. Der gemeinsame Wille,
zum europäischen Einigungswerk beizutragen und für die Menschen in Europa eine durchdachte und ausgewogene Politik zu gestalten, die auf Werten beruht und die immer wieder aufs Neue wirtschaftliche Vernunft und soziale Verantwortung vereint. In diesem Sinne heißt das noch einmal im Namen der CSV herzlich willkommen in Luxemburg und Happy Birthday, EVP. Vielen Dank.